Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das war ja ein mächtiger Vortrag von Frau Dröge hier eben. Ich erinnere mich an Debatten hier im Haus und Frau Dröge und ich auf dem einen oder anderen Podium in der Öffentlichkeit, wo die Grünen doch massiv mit irrationalen Argumenten, teilweise auch mit Fake Facts, gegen ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten von Amerika in einer Art und Weise polemisiert haben, die mich stellenweise erschreckt hat. Und ich sage, wo stünden wir jetzt in der Auseinandersetzung speziell mit dem Weißen Haus, wenn wir ein Handelsabkommen TTIP hätten, in dem zum Beispiel die Frage der Zölle, die Frage der nichttarifären Handelshemmnisse in einer Art und Weise geregelt worden wäre, dass es eben nicht so einfach möglich wäre, Strafzölle gegenüber Partnern wie Europa zu erheben. Es war ein großer Fehler, dass wir das nicht vorangebracht haben. Und leider gab es auch in Deutschland eine durch unsachliche Argumente aufgeheizte öffentliche Diskussion, die uns da im Wege gestanden hat. Und ich würde mir dringend wünschen, dass als ein Teil des Vorschlags der Europäischen Union, wie wir auf die Frage antworten, ist, dass wir den Amerikanern sagen, dass wir dem Präsidenten sagen, wir sind für die Abschaffung aller tarifären und nichttarifären Handelshemmnisse zwischen den USA und der Europäischen Union. Und unser Angebot ist TTIP. Und wir können morgen wieder mit den Verhandlungen beginnen. Und Herr Lighthizer ist herzlich eingeladen, dazu nach Brüssel zu kommen. Ich glaube, dass es eine weise Entscheidung ist, dass wir die Europäische Union in dieser schwierigen Handelsfrage beieinander halten. Dass wir es nicht zulassen, dass einzelne Staaten der Europäischen Union im Sinne einer Nebenhandelspolitik, neben der EU-Handelspolitik, versuchen, in Washington etwas für sich zu erreichen, sondern dass wir sagen, gemeinsam sind wir stark, denn die einzige Wirtschaftsmacht auf dieser Erde, die den Vereinigten Staaten von Amerika ebenbürtig ist, mit jeweils rund 25% des Bruttosozialprodukts, das ist die Europäische Union. Und deswegen begrüße ich es, dass die Europäische Kommission einen klugen Beschluss gefasst hat in der vergangenen Woche. Sie hat gesagt, erstens, wir beklagen uns über diese Zölle, wir halten sie für ungerechtfertigt. Zweitens, wir verlassen aber nicht den Rahmen des Völkerrechts, den Rahmen der vertraglichen Vereinbarung im Rahmen der WTO, sondern wir halten uns streng an die Regeln der Welthandelsorganisation. Wir werden gegebenenfalls unsere Klage dort vorbringen und wir werden Maßnahmen ergreifen, die WTO-konform sind. Das sind eben keine Strafzölle, sondern das sind kompensatorische Maßnahmen, die es uns erlauben, den wirtschaftlichen Schaden, der uns durch solche Zölle entsteht, zu kompensieren. Die Kommission, Frau Malmström, hat es vorgerechnet. Der direkte Schaden durch diese Zölle wird auf ca. 7 Milliarden Euro beziffert. Und die Gegenmaßnahmen, die jetzt im Schaufenster stehen, die also noch nicht beschlossen, aber doch als denkbar erachtet werden von der Kommission, werden rund 2,8 Milliarden Kompensation darstellen. Also wir befinden uns dort ganz sauber im Regime der WTO. Das Dritte ist die Botschaft an Amerika, dass wir diese Gespräche über Intensivierung der Handelsbeziehungen wieder aufnehmen. Und das Vierte sollte das Angebot sein, dass wir den Amerikanern sagen, wenn wir uns gemeinsam gegen unfaire Handelspraktiken in der Welt wehren wollen, dann tun wir es doch bitte schön gemeinsam. Dann ist der Hebel doppelt so lang. Dann sind wir doppelt so stark. Und auch hierfür würden die Gespräche dies und jenseits des Atlantiks im Rahmen der ambitionierten Handelsabkommen sicherlich einen guten Rahmen bieten. Ich habe jetzt noch einen Gedanken vorzutragen. Ich bin letzte Woche mit einigen Senatoren zusammengetroffen, beider Parteien in Amerika. Was dort hinter verschlossenen Türen und auch öffentlich über diese Strafzölle gesagt wird, ist eindeutig. Ich habe noch nie auf dem Hill einen solch klaren und laut artikulierten Widerstand gegen eine falsche Handelspolitik des Weißen Hauses gehört. Es ist so, dass der Präsident diesen Erfolg braucht. Es ist so, dass der Präsident durch die Rechtsordnung das auch für sich reklamieren kann, das zu tun. Es wird sich zeigen, ob der Kongress die Kraft hat, sich auch formal dagegen zu stellen und eine entsprechende Gesetzesinitiative einzuleiten. Ich würde mir das wünschen. Wir müssen aber wissen, in Amerika sind wir im Vorwahlkampf. Und wir haben Wahlen gehabt vor wenigen Tagen in Pennsylvania. Dort hat im Übrigen der Demokrat knapp die Nase vorne. Allerdings, der Demokrat hat auch verkündet, er sei für diese Strafzölle. Das gehört wohl zur amerikanischen Politik dazu,
dass man möglicherweise gegenüber den gleichen Leuten auch das Gleiche sagt. Aber ich glaube, dass wir eine gute Chance haben, wenn wir als Europäische Union zusammenstehen. Und in diesem Sinne, Dankeschön. Vielen Dank, Jürgen Hart. Nächste Rednerin, Dr. Daniela de Ridder für die SPD-Fraktion.